Wir haben gestern ja wieder eine Rallye gesehen an den Aktienmärkten, genährt durch staatliche Propaganda Chinas, die dann dazu geführt hat, dass Chinas Aktienmärkte stark gestiegen sind, die US-Futures gestiegen sind und dann sind natürlich auch die europäischen und die US-Aktienmärkte gestiegen. Allerdings ist dann nicht mehr viel passiert. Die Asienrampe hat es möglich gemacht, dass dann im Prinzip die Rallye im Vorfeld passiert, also vorbörslich passiert. Dann, wenn der Kassamarkt offen hat, passiert gar nicht mehr viel und es passiert auch bei den allermeisten Aktien gar nicht viel, sondern es sind nur ganz, ganz wenige Aktien, die die Aktienmärkte hier nach oben treiben. Und das will ich in diesem Video zeigen, dass es nur die wenigen Sieger sind, die hier wirklich die Aktienindizes nach oben treiben, während die meisten Aktien überhaupt nicht gut laufen. Das sollte man einfach mal klar herausstreichen. Und genau das passiert jetzt zum Beispiel mit dieser Grafik hier von Sven Hendrik. Da sehen Sie oben den Equal Weight Index, also praktisch den Value Line Geometric Equal Weight Index. Das ist ein Index, der in dem praktisch die S&P 500 Aktien gleichgewichtet sind. Keine Aktie irgendwie mehr Gewichtung hat als eine andere. Und das ist unten der S&P 500, der deutlich besser gelaufen ist. Und wir sehen, der Value Line Geometric Index, also der gleichgewichtete Index, der hat jetzt gestern den Stand von 2018, Dezember 2018 erreicht. Vielleicht erinnern Sie sich, Dezember 2018, da gab es einen sehr, sehr herben Abverkauf. Und genau da sind wir jetzt weit, weit entfernt von irgendwelchen Allzeithochs. Unten dagegen der S&P 500, weit entfernt zunächst mal von den Dezember-Tiefs 2018, aber nicht mehr so weit entfernt von den Allzeithochs. Und es sind die einigen wenigen Aktien, die das ermöglichen. Hier habe ich mal aufgelistet, die Top 3 Aktien haben eine Marktkapitalisierung von 4,5 Billionen $. Gestern ja Amazon über 3.000 Dollar gestiegen, dann eine Marktkapitalisierung von um und bei 1,5 Billionen Dollar alleine. Also die Top 3 haben 4,58 Billionen $, so muss es heißen, während die 300 unteren Aktien im S&P 500 nur 4,19 Billionen $, so muss es heißen, richtig auf die Waage bringen. Und man könnte das ewig fortsetzen. Die Top 5 haben 6,25 Billionen $ Marktkapitalisierung. Die unteren 350 Aktien im S&P nur 5,74. Das heißt, es sind 5 Aktien deutlich mehr wert als die überwiegende Mehrheit aller S&P 500 Unternehmen zusammen. Und das zeigte, dass sozusagen nicht der Aktienmarkt an sich gut läuft, sondern die wenigen Aktien, die schwergewichtet sind, sehr, sehr gut laufen. Wir sehen eine Form der Konzentration des Kapitals, eine Akkumulierung von Kapital, wie Karl Marx gesagt hätte. Wer solche Schriften liest, wie ich sie früher als Jugendlicher gelesen habe, der kennt solche Begrifflichkeiten. Jedenfalls hatte Marx natürlich da recht, dass die Akkumulation von Kapital ein ernstes Problem ist. Nur hat es der Kapitalismus eben geschafft, trotzdem einen Verteilungsmechanismus in Gang zu setzen. Marx glaubte ja, dass durch die immense Akkumulation, also Konzentration von Kapital, dann irgendwann praktisch keine Konsumenten mehr übrig sind, die die Waren kaufen, die die wenigen Großkopferten produzieren sozusagen. Es ist anders gekommen, aber wir sehen eben hier, dass wir hier immer mehr eine Einteilung in die wenigen Sieger und die vielen Verlierer haben, die hier passiert. Beispiel gestern: Tesla hat alleine gestern 14 Milliarden an Marktkapitalisierung gewonnen, hat in den letzten 5 Tagen so viel gewonnen wie die gesamte Marktkapitalisierung der Unternehmen General Motors, Ford und Fiat Chrysler, also die alten großen Autobauer aus Detroit. Ob das gerechtfertigt ist, steht mal auf einem anderen Blatt. Man kann ja die verkauften Autos von Tesla teilweise noch mit den Händen zählen, wenn man viele davon hat. Jedenfalls sehen wir, dass es wie Tesla eben meistgeschortete Aktien sind, die gestern wieder vorbörslich im Prinzip dann eingedeckt werden mussten, zur Markteröffnung eingedeckt werden mussten. Dann passiert nicht mehr viel. Das zeigt sich in so vielen Bereichen. Es sind die wenigen Marken, die sozusagen sich hier durchsetzen, Amazon als wertvollste Marke derzeit, dann Apple, dann Microsoft, dann Google. Damit sind im Grunde schon die Dinge benannt. Etwas weiter hinten Tencent, dazwischen Visa, Alibaba und eben Tencent. Das sind die wertvollsten Marken, die von dieser ganzen Geschichte profitieren. Ich hatte gestern ja ein Video gemacht zur Asienrampe. 90% des Anstieges im zweiten Quartal kam durch vorbörsliche Kurse und seit Anfang Mai ist es sogar so, dass knapp 290 Punkte im S&P 500
Also 10% Gewinne kommen vorbörslich, während des eigentlichen Handels steht sogar ein Verlust zu Buche. Heute ist es ein bisschen anders, die Asienrampe ist vielleicht ein bisschen verdreht aufgetreten heute. Möglicherweise auch, weil sich diese Corona-Sorgen so ein bisschen häufen. Wir haben ja zuletzt überraschend gute Daten gesehen, zum Beispiel ISM-Index Dienstleistungen aus den USA. Und jetzt aber so ein bisschen diese Corona-Thematik in den Hintergrund gedrängt. Jetzt die Meldung, dass Bolsonaro Symptome von Covid-19 hat, also der brasilianische Regierungschef, positiv getestet. Auch Keisha Lance Bottoms, die Bürgermeisterin von Atlanta. Das wäre vielleicht an sich nicht eine so riesige Meldung, aber sie gilt als Mitfavoritin für einen ganz hohen Posten, falls Joe Biden die Wahl gewinnen sollte, denn Joe Biden braucht ja vor allem eine schwarze Frau am besten, wenn er die Community der Afroamerikaner erreichen will, wenn er diese Black Lives Matter Bewegung erreichen will und damit die Stimmen der Afroamerikaner oder der Schwarzen, wie auch immer, auf seine Seite bringen will. Und sie galt als einer der Mitfavoritinnen auf diesen Job, vielleicht Vizepräsidentin etc., jetzt positiv getestet, das hat in den USA durchaus Reaktionen hervorgerufen und Australiens Bundesstaat Victoria, in dem Melbourne liegt, wird jetzt erstmal zusperren für 6 Wochen, also Lockdown, wieder Lockdown und das ist die große Thematik vielleicht, die hinter dieser ganzen Coronavirus-Geschichte steht. Werden wir wieder Lockdowns haben, partielle Lockdowns, sodass diese ganze Erholung in sich hier zusammenfällt? Davor hat Bostich gewarnt, das FED-Mitglied, der sagt, ja, also wir sehen in unseren Daten, dass die Erholung so ein bisschen ausläuft, dass das Ganze jetzt ein bisschen rückläufig ist, ist also deutlich skeptischer. Jefferies, die Großbank oder die Bank, Investmentbank eigentlich aus den USA, hat hier mal eine Grafik gezeigt, die aus verschiedensten Daten sich zusammensetzt. Das sind Verkehrsdaten, Straßenverkehr, Jobangebote im Online-Bereich und. Da sind also wahnsinnig viele Kategorien drin und wir sehen, wir sind oder haben uns erholt, aber es stagniert jetzt so seit 1-2 Wochen. Also es geht nicht weiter. Wir sehen, dass die Erholung stockt und das ist genau das Thema, das eben jetzt durch das Coronavirus und die Lockdowns, die sich daraus ergeben könnten, wieder auf die Tafel kommt. Wir sehen hier zum Beispiel Flugdaten, da sehen wir um den 4. Juli, den Feiertag der USA herum, geht es nach oben, aber nicht so furchtbar nachhaltig. Was ist das größte Risiko, sagte Jefferies, die Bank, die ich gerade angesprochen hatte, wenn die Pandemie vorbei ist, denn dann ist sozusagen für die Fed auch die Notwendigkeit vorbei, diese Geldpolitik zu betreiben. Wir kommen nochmal zu China, das gestern ja diese Rallye ausgelöst hat. Wir sehen, dass hier vor allem Ausländer Gelder aus Chinas Märkten abziehen und möglicherweise ist diese Propaganda, die wir gesehen haben von Chinas Medien, kauft Aktien, auch eine Reaktion darauf, dass hier die Dinge ein bisschen enger werden. Man braucht Dollars, zumal die Amerikaner jetzt ernst machen. Pompeo sagte, man will TikTok und andere chinesische Social-Media-Apps bannen. Also da könnte sozusagen Ähnliches passieren wie mit Huawei. Schauen wir uns die Charts an, meine Damen und Herren, gucken, was da los ist. Da sehen wir, wenn er dann kommt, kommt er. Ich gucke mal, ob ich jetzt die Geschichte zum Laufen kriege. Jedenfalls haben wir heute eine eher umgedrehte asiatische Rampe gesehen. Wir sehen schwächere Kurse. Der DAX war unter der 12.700er Marke. Jetzt scheint mir gerade das Netz abgekackt zu sein, sodass wir die schönen Charts von Capital.com nicht sehen können. Liegt an meinem Netz, nicht an Capital.com. Jedenfalls schwächere Kurse, schwächere Futures. Nicht dramatisch, aber nach dem Lauf gestern, da scheint es ein bisschen schwieriger zu werden. Scheint in die Geschichte nicht mehr ganz so einfach zu sein, die Märkte hier weiter nach oben zu drehen. Es ist irgendwie so eine Zwischenwoche. Man arbeitet auf die US-Berichtssaison hin und guckt, ob jetzt sozusagen diese Blackbox, die uns da erwartet mit der Berichtssaison, versucht die abzugleichen zu dem, was da passiert ist in den Kursen. Ich wünsche jetzt jedenfalls einen guten Start in diesen Handelstag. Ich persönlich habe gute Laune wegen Werder Bremen. Der eine oder andere hat es mitbekommen, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und Ciao.